Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge mit Yoshi's Crafted World. Und ja, wir haben letzten Part haben wir den Schnuffels Mockenmarathon gemacht. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Und ja, dann machen wir uns jetzt weiter mit dem Windwärtsweg. Und müssen anscheinend dann in luftigen Höhen hier auf Wolken oder so Sahnehäubchen-Dingern balancieren. Und werden wir noch sehen. Und ja, bin ganz gespannt. Ah, das sind so eine Art Ballons auf jeden Fall. Okay, die werden dann von den Shy Guys da unten betrieben. Okay. Ah, richtig, die Möwen habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ey. Also jetzt die Gegner-Viecher. Ah, und das sind ja. Ah, und die kann man nach wie vor essen. Auf jeden Fall sehr süß. Und dann haben wir allerdings auch noch diese Eierschalenplattform. Oh, ist das süß. So, die roten Münzen natürlich nicht vergessen. Die brauchen wir. So. Ja, ich glaube, ich muss dann in die luftigen Höhen hier die Blume holen. So, und da haben wir schon mal eine, aber allerdings nur eine von immerhin 7 oder 8 Stück oder sowas. Und das habe ich bestimmt jetzt versaut, das war eine rote Münze. Erlaubt mir bitte mal, die Stage neu zu spielen. Also auf jeden Fall ein süßes, sehr süßes Level, sehr süß gestaltet. So, gucken wir, dass wir auf jeden Fall alles hier ergattern. Deshalb, wenn ich ein bisschen arg selbstkritisch bin, einfach mal mich ein bisschen korrigieren, aber ich muss auch, möchte auch gucken, dass ich hier an der Stelle meisten Level auch schon in einem Ruck schaffe. Weil sonst brauche ich halt umso länger für das ganze LP. Und denkt sich erstmal nichts dabei, ja, da macht jetzt eine Folge für ein Level. Also sowohl vorwärts als auch rückwärts. Aber, ja, wenn ich dann halt irgendwelche Herausforderungen machen muss oder irgendwas, wird das teilweise schon sehr anstrengend. So, und ich habe schon gewusst, dass da eine rote Münze ist, deshalb habe ich mal mir gesagt, okay, besser ist es, wenn ich jetzt an der Stelle doch mal lieber aufs Nummer sicher gehe und gerade nochmal die Runde nochmal mache. Genau, ansonsten, Möwen sind für gewöhnlich Freunde, außer man braucht Munition. Läuft eigentlich relativ gut. Jetzt noch hier hochkomme, ja, sehr schön. Genau, also normalerweise sind die Möwen halt Freunde. Wir brauchen natürlich Plattformen, damit wir von A nach B kommen. Aber es kann auch manchmal sein, dass wir halt mal Munition brauchen. Dann sind sie auch gerne mal Futter. So. So, und mit vollen HP hier durchzukommen, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Schiss. Was ich? Oh. Moment. Ich hab's versucht. Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein Geschenkbox. Die sollten wir nicht vergessen. Die da unten. Die sollten wir noch schnell mitnehmen. So. Zack. Also meistens haben wir rote Münzen drin. So. Ja, nehme ich ein paar Münzen. Weil ich hätte auch die Leben hätte ich jetzt gebrauchen können eigentlich. Naja, egal. Okay. Rote Münzen sind halt meistens am schwierigsten zu finden, deshalb konzentriere ich mich meistens eher auf die. Ja, ich habe zwar eine schlechte auch gefunden, aber eine gute war auch noch dabei. Von dem her alles gut. Vielleicht schaffe ich das noch mit den Herzen. Wenn nicht, dann ist das halt eine Kleinigkeit, die muss ich halt dann beim nächsten Mal muss ich halt offscreen machen. Dann haben wir schon fast klar, dass hier nochmal sowas sein muss. So, sehr schön. 3 Stück müssen wir noch finden. Vielleicht haben wir ja noch Chancen auf entsprechende Herzen. Dann kommen wir vielleicht, was das betrifft, auch noch weiter. So, ich denke mal, die tiefen Dinge muss ich so abwerfen. Ja.
Ah, geht tatsächlich nicht so leicht zu machen. Befürchte, muss ich das Level noch einmal spielen. Ist egal, dann ist es halt so. Ja, muss ich definitiv nochmal spielen. Von dem her, ihr seht jetzt schon, dann dürft ihr froh sein, dass meine Fingerskin gerade nicht läuft, weil gerade hat sich ein Nerv an meinem Kopf gerade zusammengezogen hier. Richtige Angry Face. Naja, gut, was soll's. Ich meine, ich mag vor allen Dingen die Level. Ich möchte vor allen Dingen das zeigen, was so schön und interessant aussieht an dem Spiel, nämlich die Optik. Einfach wunderschön anzusehen, auch die Level. Dass ich dann nochmal hier natürlich den Vogel abschießen muss, no pun intended, dann und mit den ganzen... Okay, da fehlen mir... Okay, einen auf jeden Fall weiß ich, wo der ist. Das waren diese blauen Ballons, aber das andere? Wo habe ich den anderen übersehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist das Ziel. Eins, und hier könnten noch rote Münzen sein, also nehme ich mir die gerade nochmal vor. Okay, und ich eine rote Münze weiß ich, glaube ich, auch, dass ich die übersehen habe. Blöd, wenn ich die wiederholen muss. Ich versuche die ja eigentlich immer in einem zurückzumachen, die Dinger. Das ist manchmal auch durchaus schaffbar. Dieses Mal wahrscheinlich auch, aber dann in dem Effekt schaffe ich es halt nicht. Naja, gut. Zwei Blumen muss ich noch finden und dann volle Leben und eine Münze. Das sollten wir noch schaffen. Sollte eigentlich schaffbar sein bei der Stage. Ich habe jetzt nur den Eindruck, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. So. Oh, dann gibt es zwei neue Welten hier an der Stelle. Aber wir machen jetzt erstmal die umgekehrte Version. Und dann warten auf mich natürlich die Suche der restlichen Sachen und die ganzen Herausforderungen zwischen den Parts. Aber jetzt machen wir erstmal eine ganz entspannte Schnuffelchensuche hier. Und komischerweise das entspanntere Teil von den Leveln finde ich immer noch. Da drei Schnuffelchen zu finden und ein bisschen... Okay. Okay, ich muss wohl an der Stelle hier tatsächlich ein bisschen aufpassen, was ich mache. Ich brauche hier an der Stelle meine Vogelkumpanen hier. Mich von A nach B bringen. Darf natürlich aber dabei nicht so viel Zeit verschwenden, weil sonst läuft mir die Zeit davon. Für die vierte Blume. Okay, da ist Schnuffelchen im Hintergrund. Zack. Haben wir schon mal einen. Oh, das war jetzt fies. Und tschüss. Was jetzt an der Stelle nicht so wichtig, dass wir hier mit vollen HP durchkommen. Eigentlich HP sind absolut unwichtig hier an der Stelle, aber wir sollten trotzdem aufpassen, dass wir jetzt nicht ins Gras beißen hier. So, und dann wieder Vögel. Full Express nehmen. Leider geht es nicht schneller, ne? Stimmt, das ist auch das Schöne an der Stelle. Man kann auch die Vögel hier so ein bisschen steuern, wie hoch und wie tief die fliegen sollen. Indem man halt auf sie nochmal drauf springt. Da haben wir nochmal das Rätsel mit den Blumen da im Hintergrund. War jetzt kein schweres Rätsel oder irgendwas, aber es ist trotzdem halt süß, sowas nochmal zu sehen, wenn man halt andersherum unterwegs ist. Ah, da ist ein Schnuffelchen unterwegs. Im Hintergrund. So, sehr gut. Dann haben wir schon mal zwei von dreien. Ist aber trotzdem nach wie vor, auch wenn ich mich zwischendurch konzentrieren muss auf den Hintergrund und was so alles passiert und wo die Schnuffelchen versteckt sind. Und ich dann teilweise Eiermangel habe, also von wegen hier, die Eier zum Abwerfen meine ich natürlich. Dann, ab und zu merke ich dann schon ein bisschen, hoppala, so ein bisschen aufpassen mit meinem Verbrauch und so. Aber eigentlich sind das entspannte Level. Auch das finde ich jetzt halt hier super entspannt, gerade mit der Möwe hier und ein bisschen rumflattern. Aber meiner Meinung nach geht das hier immer ein bisschen schneller, wenn ich hier selber flattere. Vor allen Dingen, weil uns ein bisschen doch die Zeit davon rennt. Oh, vor allen Dingen Schnuffel Nummer 3 wird noch vermisst. Oh, jetzt müssen wir gerne hoch, bitte. So. Und jetzt ganz schnell zum Ziel.
Das mit den Eierschalenkartons finde ich einfach Hammer als Plattform. Ich weiß nicht warum. Ich mag solche kleinen Sachen. So kleine Extras. So, und dann haben wir unsere drei Schnuffelchen. Und sogar die Zeit noch gepackt an der Stelle. Ich glaube, 4 Minuten waren vorgegeben. Oder 3,5. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt. Aber wir haben es gut gemacht an der Stelle. Ja, bin zufrieden. 3 Minuten 30 hätten wir gehabt an der Stelle. Ja. Durchaus eine kleine Herausforderung, wenn man ein bisschen lange braucht beim Finden vom zweiten zum Beispiel. Da kann schon ein bisschen dauern tatsächlich. So, und da ist eine Slot-Machine. Haben wir dafür noch Zeit? Ja, können wir eigentlich an der Stelle machen. Und mit neuen kleinen Kostümen, die man an der Stelle holen kann. Das Interessante, was ich in den letzten Welten auch gemerkt habe, der erste Zug an der Stelle ist umsonst. Die anderen kosten jetzt inzwischen 250 pro Ei. Und ich kann mir vorstellen, in den späteren Leveln kosten es sogar 200. Aber hier kriegen wir zum Beispiel ein kleines Flugzeug als Kostüm für das Yoshi. So, und dann gucke ich, dass ich die restlichen an der Stelle auch ergattere. Genau, so mache ich normalerweise alles ein bisschen im Offscreen, dass ich hier die ganzen Dinger ziehe und hier mir die Kostüme mal kurz anschaue. Aber das machen wir jetzt einfach mal kurz in der Folge. Damit man auch mal ein bisschen sieht, was ich hier so an der Stelle alles finden kann. Ein Brunnenbirdie. Ein kleines Nest. Oh, riesen Wasserblark. Goldenes UFO. Cool. Oh, ein Lava-Bottich. Ich finde es einfach nur süß, wie man einfach hier mit irgendwelchen Alltagsgegenständen, wie so ein Apfelsaftkarton oder sowas, einfach hier mal ein Kostüm gemacht wurde. Oder wie manche Kartons einfach übermalt wurden oder überklebt wurden mit irgendwelchen anderen Sachen und dann plötzlich entsteht daraus ein feuriges Inferno und irgendwelche Gesteinsplattformen und sowas. Ich finde das eigentlich sehr, sehr cool gemacht hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Yoshi's Crafted World. Werden uns wahrscheinlich jetzt hier erstmal nach oben begeben zum Eichbaumwald. Und wenn wir dann... aber das mache ich anschließend, nachdem ich hier die ganzen restlichen Sachen geholt habe. Und dann sollten wir, jetzt gucke ich mal noch ganz kurz in der Levelübersicht, da müsste doch irgendwas herauszoomen geben, ja genau. Und da wartet unser erstes, beziehungsweise unser zweites schönes Kristall, ja, unser Traumjuwel, unser zweiter. Genau, okay. Von dem her, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Na, langsam aber sicher kommen wir doch mal an der Stelle, wo es mal vorwärts geht. Und ja, in dem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Yoshi's Crafted World. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut und ciao, ciao.